Genau. Dann die nächste Kategorie ist sumimasu. Sumimasu. Genau, kannst du da die Vergangenheit bilden? Sumimashita. Genau. Was heißt das? Von sundeimasu. Ach so, Leben. Irgendwo leben. Genau. Und kannst du die höflichkeitsneutrale Form bilden? Sumu. Genau, Sünde. Und das wird zu Sünder. Sünder. Genau. Also wieder weich und da. Okay, dann Nomme. Trinken. Nonda. Genau, getrunken haben. Nonda. Dann Yasume. Sich frei nehmen, beziehungsweise sich so von der Arbeit freinehmen, so, ne? Ja, oder ausruhen. Also ausruhen, ja, Sünder. Genau, ja, Sünder. Yomu. Yonda. Das war lesen. Ja, sehr gut. Ich habe den Unterschied gesehen. Genau, was aber ein bisschen verwirrend ist, dass dieses Radikals sagen heißt. Keine Ahnung. Aber man sagt ja auch zu laut lesen, sagt man auch Yomu. Okay. Ja. Und Tanomu. Tanonda. Genau. Und Tanomu hat mir jetzt auch beim letzten Thema ist bitten. So. Jemanden um etwas bitten. Ja, Tanonda. Ein Buch gelesen haben. Hon o yonda. Von Oyonda. Es kann natürlich auch sein, Bücher gelesen haben, weil es keine Mehrzahl gibt in Japanisch. Von ist Hon. Genau. Und diese ganzen Sachen, die ich mal erklärt habe mit Mehrzahl, würde man tatsächlich bei Buch nicht verwenden. Und man kann auch viele so verdoppeln, also zum Beispiel Yama. Hm. Wenn man mehr hört, dann ist Yama Yama. Yama Yama. Aber das geht bei Hon nicht. Hon? Ja, Hon oder Hon-Bon wäre das dann, aber das sagt man nicht. Hon-Hon. Genau, da müsste man dann wirklich sagen, ich habe viele Bücher gelesen oder ich habe mehrere Bücher gelesen oder sowas. So, dann nächste Kategorie ist Machimasu. Und daraus die Vergangenheit. Machimashita. Genau. Und weißt du, was das heißt? Von Matte. Warten. Genau. Und kannst du da die höflichkeitsneutrale Form bilden? Das ist, glaube ich, am schwierigsten. Nee. Matze. Matze, richtig. Ah. Und das wird auch, wie auch in zwei anderen Kategorien, zu Matta. Matta. Genau, also Matta. Man muss nicht den Kopf mitnehmen. Oh mein Gott. Also, muss das halt verständlich sein, weil Matta heißt wieder. Matta. Genau. Ja, also Mattane ist ja wieder, ne? Und Mattane heißt, du hast ganz schön gewartet oder ich habe ganz schön gewartet oder wir haben ganz schön gewartet. Mattane. Mattane. Bekommt jetzt gerade eine Situation, wo man am Flughafen steht und ewig das Flugzeug nicht fliegt und dann geht man rein und will eigentlich zu dem Personal am Gate bis bald sagen und sagt, aber wir haben ganz schön gewartet. Ja. Ja. Das macht das, ey. Ja. Genau. Ja, man würde auch zu Fremden sagt man eigentlich nie Matane. Also wie in Deutschland, dass man Tschüss sagt, sagt man nicht in Japan. Das ist krass, ne, dass man in Deutschland so casual oft Fremde grüßt und auch verabschiedet. So, das finde ich ganz schön spannend. Ja. Genau. Man würde da tatsächlich Sayonara oder Arigato gozaimashita sagen. Ja, oder als Kunde sagt man eigentlich nie was. Also die meisten Kunden sagen nicht. Ja. Genau, also man ist leise. Oder man könnte halt Arigato gozaimashita sagen. Also Motze, was passiert mit Motze? Motta. Ja, das wird zu Motta. Und Motze heißt etwas nehmen. Eine Tasse nehmen oder etwas haben, besitzen, in der Verlaufsform aber nur, die wir noch nicht behandelt haben.
Genau. Notta und Tatze. Tata. Genau, weißt du jetzt noch, was das heißt? Komvize, kennst du es als Liebze. Ja, stehen. Genau. Und auf den Bus gewartet haben. Da sagt man auch, wen oder was gewartet haben. Basse o matta. Genau. Basse o matta. Ich finde, bei den Beispielen merkt man jetzt, dass das im Japanischen leichter ist. Mhm. Dass auf und solche Sachen einfach nicht so viel verwendet werden. Also ja. Das vereinfacht das oft ganz sehr, dass man wen oder was einfach sagt. Ja, also man kann dieses O viel mehr verwenden als jetzt den Genitiv. Ja, genau. Ja. Also man braucht dann im Deutschen immer noch andere Partikel, aber im Japanischen nicht. Das finde ich sehr, sehr cool, weil das macht es leichter. Man braucht halt bloß ein Grundverständnis dafür, dass du einfach das mega einfach sehen musst und so. Das stimmt wahrscheinlich. Einfach alles O. oder gar. So, und dann eine besondere Form oder das besondere Verb machen, shimas, wird in der Vergangenheit zu shita. Ja, aber bitte erstmal in der Mas-Form. Shimashita, Entschuldigung. Genau, und was ist die höflichkeitsneutrale Form in der im Präsens? Ah, suru. Ja. Genau, suru, shita. Einen Einkauf gemacht haben. Du müsstest Einkauf kennen, glaube ich. Kaimono? Ja. Kaimono o shita. Genau. Kaimono o shita. Genau. Dann haben wir wieder das ganz Besondere, wo mir das Herz kurz stehen bleibt, wenn ich das Wort sehe, weil das Sterben heißt. Und das ist das einzige Nö-Verb im Japanischen. Genau, und kannst du die Vergangenheit bilden? Shinimashita. Genau, und weißt du auch die höflichkeitsneutrale Form? Shinu. Genau, und es wird zu Shinda. Shinda. Genau, was man natürlich mehr verwendet in der Vergangenheit. Also jemand ist gestorben, darüber redet man normalerweise mehr in der Gesellschaft so als in der Zukunft, so dass Leute sterben werden. Genau, und das Beispiel, letztes Jahr gestorben sein. Letztes Jahr. Kyonen. Ah, Kyonen. Also ganz kurz noch, Kyonen. Kyonen. Kyo. Genau. Und du brauchst ein Partikel. Okay. Kyonen Shinda. Genau. In Klammern mal nie gesagt, weil man da diesen Ortspartikel, nie ist auch ein Zeitpartikel. Man würde wahrscheinlich öfters jetzt Kyonen Shinda sagen als Kyonen ni Shinda, aber man kann nie verwenden als Partikel. Zumal, wenn man im Chat ist, das schwieriger ist, wenn drei Kanji hintereinander stehen, das zu lesen, dass man würde dann meistens so ein Komma einfügen oder eben ein nie. Okay. Also einfach schreiben, weil das einfach Struktur in den Satz bringt. Ja. Genau. Und als letztes unser Lieblingswort, des. Yes. Kannst du da mal die Vergangenheit bilden? Dächta. Genau. Des wird zu Dächta und was ist die höflichkeitsneutrale Form von des? Da. Genau, und da wird so datta. Datta. Ja, da. Und das letzte Beispiel, eine Orange gewesen sein. Oder eben, es war eine Orange. Also, so würde man das mehr verwenden. Wortwörtlich wäre es eine Orange gewesen sein. Und was heißt das? Also, weißt du die Farbe Orange oder die Frucht Orange auf Japanisch? Orange. Genau. Brauche ich noch ein Partikel? Muss ich irgendwie... Orange... Da? Da? Genau. Orange. Es würde jetzt auch heißen, es war orange. Ja, genau, das wollte ich gerade fragen, wenn man jetzt so sagt, und welche Farbe hatte das Auto? Orange datta. Genau, verwendet man so, weil man das ja auch einfach an ein Substantiv anhängen kann und das dann sein bedeutet, ne?
Ja, das war die Vergangenheit der höflichkeitsneutralen Verben. Ich habe eine sehr gute Nachricht, und zwar, wenn man die Vergangenheit der höflichkeitsneutralen Verben kann, kann man automatisch die T-Form. Ach nur dieses, ist ja immer was mit ta oder da gewesen am Ende, und das wird immer zu te oder de und ganz genau gleich gebildet. Genau, deswegen Sünde, Jonde. Genau, und so kann man sich das dann auch gut merken, also besser merken. Das ist natürlich viel leichter so, ne? Kommt dann als nächstes die T-Form? Ja, genau. Ansonsten war es das. Hast du noch irgendeine Frage? Mm-mm. Aber ich muss sagen, dass mir diese Grammatikfolgen echt sehr viel Spaß machen. Also gerade, klar, also das ist auch sehr viel Input und sehr interessant, wenn wir über diese, also jetzt über die ganzen Zählwörter und sowas reden. Das ist auch sehr, sehr interessant, was man das alles verwendet. Aber ich muss sagen, mir macht es mit der Grammatik echt Spaß. Ja, bloß ist, sind die Zählwörter zählen ja eigentlich zur Grammatik in Japan. Mir machen Verben konjugieren Spaß und Adjektive. Toll, bei Verben sind wir jetzt noch lang dabei. Also die ganzen nächsten Folgen werden zu Verben, weil wir haben da noch die Verlaufsform, wie gesagt, T-Form, wie man Verben verbindet in einem Satz, also wie man zwei, also einen Hauptsatz und Nebensatz verbindet und sowas, ja. Also da kann man dann schon richtig reden, wenn man nur die Vokabeln dann kann. Also das ist cool. So, also, dass man die anwendet und dann Sätze bilden kann. Genau, ansonsten dann bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich mal Matakondo. Ciao, bis zum nächsten Mal.